Leicht, flexibel und wirtschaftlich. Auf diesem Grundsatz entsteht der Neubau eines Laborgebäudes für Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik der Hochschule Wismar. Durch das moderne Gebäude soll für die Studierenden ein attraktiver und innovativer Lernstandort geschaffen werden. Das Gebäude bietet neben Seminar- und Vorlesungsräumen auch Produkte, Installationen und Technik, welche die Ausbildung am Fassbaren für die Studierenden gewährleistet. Rektor der Hochschule Bodo Wiegand Hoffmeister möchte mit dem Neubau die Qualität der Hochschule steigern. Auf diesen Neubau haben wir durchaus einige Zeit gewartet. Wir projektieren dieses Vorhaben schon seit längerem. Umso mehr freut es mich, dass wir heute den Startschuss hier erleben durften. Und das Gebäude wird die Hochschule bereichern. Das ist wichtig für uns. Wir sind ja eine sehr stark ingenieurwissenschaftlich geprägte Hochschule. Und dieser Bau, der ja für den Maschinenbau, die Verfahrens- und Umwelttechnik gedacht ist, wird letztlich diesen Bereich stärken und uns auch zunehmend attraktiv machen für künftige Studierende. Der Neubau wird vom Land Mecklenburg-Vorpommern mit rund 22 Millionen Euro unterstützt. Finanzminister Reinhard Meyer legt ein Augenmerk auf Fachkräftesicherung, wenn in ein Bildungsgebäude investiert wird. Das ist eine enorme Aufwertung für den Hochschulstandort hier in Wismar. Wir konzentrieren das Thema Maschinenbau, Verfahrens- und Umwelttechnik hier auf dem Campus. Wir investieren 22 Millionen Euro und damit machen wir die Hochschule Wismar noch besser und den Standort attraktiver. Die Außenanlage rund um das Gebäude soll die Standards des Green Campus erfüllen. 2026 ist der Neubau voraussichtlich fertiggestellt.